Nachdem der Kryptomarkt in den letzten Tagen einen ziemlich harten Sturm erlebt hat, sehen wir, dass er sich aktuell zumindest etwas wieder erholt. Im heutigen Video schauen wir uns an, dass der Bitcoin sich nicht nur erholt, sondern auch die Wetten auf seine zukünftige Preisentwicklung wieder stark durch die Decken gehen. Des Weiteren schauen wir uns natürlich die aktuellen News und Informationen an, rund um beispielsweise die EZB, die erst vorhin bekannt gegeben hat, wie stark die nächste Leitzinserhöhung sein wird. Viel Spaß mit dem heutigen Video Krypto aktuell. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video werfen wir nochmal einen Blick auf den Bitcoin sowie auf den Rest des Kryptomarktes. Besonders spezialisieren tun wir uns heute unter anderem auch auf Ethereum bzw. auf den Merge und auf einige Analysten, die hier tatsächlich davon ausgehen, dass dieser Merge vor allem Long-Term richtig gute positive Seiten von Ethereum hervorheben könnte und tatsächlich sogar Ethereum zum Entkoppeln bringen könnte, dass der Kurs von Ether gegenüber von anderen Kryptowährungen vielleicht deutlich dominanter wird. Diese Thematiken schauen wir uns im heutigen Video etwas genau an. Lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich in meiner Arbeit zu unterstützen. Springen wir nun auf die erste Folie. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme lanciert der Bitcoin knapp über 19.000 US-Dollar und auch Ethereum hat sich auf 1.600 US-Dollar erholt. Jetzt gerade, während ich das Video aufnehme, sehen wir, dass der US-Notenbankchef Jerome Powell noch eine Rede abhält, beziehungsweise etwas auf dem Podest steht. Ich habe eben schon rausgehört, dass er beispielsweise sagte, dass die Inflation nur so stark gestiegen ist aufgrund der Corona-Pandemie. Die Inflation wäre bestimmt nicht gestiegen, wenn man die Geldmengenausweitung nicht so stark vorangetrieben hätte. Ansonsten habe ich noch keine großen Informationen zu seiner Rede gehört, aber ich glaube, sie ist auch bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht wirklich spektakulär. Das könnte allerdings natürlich auch im Nachgang noch einmal für eine erhöhte Volatilität sorgen, nur dass ihr schon einmal Bescheid wisst. Doch was natürlich für eine Volatilität primär sorgt oder gesorgt hat, sind die Entscheidungen der EZB, der Europäischen Zentralbank. Aufgrund der extrem hohen Inflation auch hierzulande und europaweit muss die EZB natürlich den Leitzins weiter anheben, wie wir uns vor allem auch in den letzten Tagen etwas genauer angeschaut haben. In Deutschland ist die Inflationsrate im August beispielsweise um 0,4% im Vergleich zum Vormonat auf knapp 7,9% gestiegen. Europaweit ist die Inflation im Schnitt nochmal deutlich höher. Vor allem eben Energie- und Nahrungsmittelpreise sind mit einer Inflationsrate von 9,1% so stark gestiegen wie seit den 70ern nicht mehr. Natürlich hat es auch einige Länder deutlich härter getroffen, so wie beispielsweise Spanien, die Niederlande oder auch Tschechien, die zeitweise schon ein zweistelliges Inflationsniveau erreicht haben. Estland hat beispielsweise eine Inflation bzw. besser gesagt eine Teuerungsrate von knapp 23%. Aufgrund dessen ist es auch nicht zu überraschen, dass die EZB heute sich entschieden hat, den Leitzins um 75 Basispunkte anzuheben, also um 0,75%. Das ist eine der härtesten Zinserhöhungen, die wir überhaupt in der Eurozone jemals gesehen haben, doch selbstverständlich ist die nötig, wenn wir uns einfach die extrem starke Dynamik in der Inflation anschauen. Hierzu steht die EZB natürlich auf sehr dünnem Eis. Im gestrigen Video haben wir uns angeschaut, welche auch wirtschaftlichen katastrophalen Entscheidungen hier in den letzten Wochen und auch Monaten getroffen wurden und was wir momentan in der Europäischen Union überhaupt für eine große Krise haben. Gerade im gestrigen Video haben wir uns natürlich auch die marktökonomischen Situationen hierzulande und in der gesamten Eurozone angeschaut. Wir haben uns unter anderem angeschaut, dass einige Unternehmen nun kurz vor dem Ausstehen oder bereits die Insolvenz beantragt haben. Das sind teilweise Unternehmen, die seit mehr als 160 Jahren existieren und schon die ein oder andere Krise durchgestanden haben. Durch die aktuellen Marktbewegungen, durch das aktuelle Umfeld und die extrem stark gestiegenen Energiekosten müssen sogar teilweise die Hersteller von Klopapier ihren Betrieb einstellen und wie wir alle wissen, war vor allem Klopapier hier vor einigen Monaten noch der größte Verkaufsschlager. Dieser Pfad der Schuldenspirale, der wird nun immer größer, denn hebt man die Zinsen zu stark an, dann leiden vor allem auch die Länder ziemlich stark darunter, hebt man die Zinsen zu leicht an, dann steigt eben die Inflation, dadurch leiden natürlich die Bürgerinnen und Bürger und am Ende des Tages auch wieder der Staat. Es ist also eine sehr kritische Situation. Ich bin der Meinung, eine Basispunkterhöhung um 75 Punkte war nötig, auch wenn es natürlich für die Kreditnehmer ein ziemlicher Schlag ist. Auch der BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck äußerte sich zur aktuellen Situation und sagte, dreht EZB-Chefin Lagarde um 75 Basispunkte oder noch stärker an der Zinsschraube, wird der anhaltend schwache Euro etwas Boden gegen den US-Dollar gut machen. Es soll natürlich den Euro unterstützen, wenn die Zinsen angehoben werden, dann ist es eben teurer, sich Kredite zu nehmen. Dadurch soll es eben nicht mehr so interessant sein, sich quasi Geld aus dem Nichts zu schaffen und dadurch soll natürlich die Dominanz des Euros gegenüber dem US-Dollar wieder etwas gestärkt werden. Ebenfalls betont der Marktexperte, wie beim letzten Zinsschritt der EZB könnte sich ein steigender Euro erneut positiv auf die Kursentwicklung von Bitcoin und Co. auswirken. Zum aktuellen Zeitpunkt sehen wir das nicht wirklich. Der Bitcoin erholt sich zwar momentan, doch das liegt höchstwahrscheinlich an dem stärkeren Ausverkauf der letzten Tage. Tatsächlich, wenn wir uns mal die Zahlen zum Euro selber anschauen, dann müssen wir sogar feststellen, dass er zumindest jetzt ganz short-term, und das ist jetzt wirklich
hier einen Timeframe von ein paar Minuten erstmal einen Drop von 0,6% circa gesehen hat. Und das zeigt natürlich nicht unbedingt, dass der Euro jetzt stark gestärkt ist. Dazu sagte die EZB-Chefin allerdings auch einige Worte, die unter anderem vielleicht auch für den Abverkauf des Euros beigetragen haben. So sagte sie, dass das Unterseiten-Szenario wirklich dunkel ist. Also sie gibt hier auch keinen wirklichen, ja, positiven Konsens, nichts irgendwas heraus, was vielleicht etwas für Euphorie oder zumindest für Entspannung innerhalb der Eurozone in Bezug auf den Euro sorgen könnte. Die Rum-Larum-Löffel-Stil, die wichtigsten Entscheidungen werden wahrscheinlich sowieso erst in den nächsten 2 bis 3 Wochen getroffen bzw. gesehen. Dann sehen wir nämlich die Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten und im Anschluss dann selbstverständlich die Zinserhöhung aus den Vereinigten Staaten. Das sind wirklich die Dinge, die den Weltmarkt beeinflussen. Da sehen wir dann höchstwahrscheinlich große Volatilität, die zum aktuellen Zeitpunkt nach der Entscheidung der EZB zumindest short-term noch ausbleiben. Trotzdem werden diese Entscheidungen der US-Notenbank natürlich auch im aktuellen Monat getroffen und wenn wir uns zumindest die Historie anschauen, dann wird der Aktien- bzw. auch der Kryptomarkt möglicherweise davon ziemlich stark getroffen. Der September ist sowieso der durchschnittlich schlechteste Monat des Jahres, so schrieb hier Games of Trades, Warnung für den S&P 500. Der September war historisch gesehen der schlechteste Monat für den S&P 500 seit 1964. Nun, da dies auf dem Tisch liegt, lassen Sie uns sehen, ob dieser September den früheren Standards entspricht, da Januar bis April den historischen Standards ziemlich entgegengesetzt waren. Also wir haben eben von Januar bis April gesehen, dass die Kurse dort schon abgeschmiert sind, obwohl das eigentlich historisch gesehen starke Monate sind. Während einer Rezession, während einer solchen wirtschaftlichen Situation wie aktuell, kann man das meiner Meinung nach sowieso nicht 1:1 zu sehen. Doch was festzustellen ist, ist eben, dass der aktuelle Monat von einer Flaute getrieben ist. Nicht viele Trader sind hier am Markt, es wird nicht viel partizipiert, geringe Liquidität, hohe Manipulation und das trägt eben dazu bei, dass die Kurse oftmals weiter nach unten geschlagen werden. Ich bin sowieso nicht der Meinung, dass wir jetzt hier exorbitante Kursentwicklungen sehen werden, denn gerade wenn man sich mal die Historie anschaut, dann sieht man, dass die Bodenbereiche des S&P 500 meistens sowieso erst gesehen werden, nachdem die Zentralbanken hier die Zinserhöhung nicht nur eingestellt, sondern sogar schon wieder reduziert haben. Also einen großen, wirklichen Aufschwung können wir wahrscheinlich erst erwarten, wenn die Zinsen hier wieder gesenkt werden. So schrieb es beispielsweise David Marlin. Er sagte hierzu, in den letzten 6 Bären Märkten erreichte der S&P 500 seinen Boden nicht, bis die Fed begann, die Zinsen zu senken. Und aktuell sind wir halt noch voll in der Zinserhöhung. Im Durchschnitt erreichte der Markt 11 Monate nach der ersten Zinssenkung seinen Tiefpunkt. Finde ich interessant, diese Analyse. Vor allem habe ich hierzu noch einen interessanten weiteren Graphen gefunden. Der wurde hier ebenfalls von Game of Trades geteilt und der zeigt uns dann doch wieder ein etwas anderes Szenario. So sehen wir, dass vor allem, wenn die Zinsen hier ihren Höhepunkt erreicht haben, dass wir dann meistens, zumindest in den meisten Fällen, eben den Start einer Rallye sehen und dann im Anschluss, wenn die Zinsen gesenkt werden, wir im gleichen Zusammenhang meistens nochmal einen Crash sehen und dann wieder steigende Kurse. Woran liegt das? Jetzt gerade steigen die Zinsen, weil die Inflation zu hoch ist. Die Inflation muss runtergebracht werden. Die Fed hat auch eben gerade noch einmal bestätigt, dass sie die Zinsanhebungen erst reduzieren werden, wenn die Inflation wirklich stark heruntergekommen ist. Das Zielniveau sind hier die 2%. Da werden wir noch einige Monate drauf warten. Dementsprechend ist möglicherweise nicht davon auszugehen, dass sich die Märkte jetzt extrem positiv entwickeln, während wir diese Zinsanhebung sehen. Wenn die Zinsanhebungen dann ihren Höhepunkt gefunden haben und erstmal stagnieren, die Inflation wieder runtergekommen ist, dann wird sich der Markt beruhigen. Dann sind wir eventuell zumindest historisch gesehen wieder steigende Kurse und wie wir in diesem Fall sehen, sehen wir oftmals mit der Zinssenkung einen Crash. Woran liegt das? Der Markt hat sich beruhigt, alles wieder gut, keine Sorge und auf einmal kommt hier der nächste Banger, so wie beispielsweise im Jahr 2020. Da gab es ja den großen Corona-Ausbruch. Aufgrund dessen haben eben die meisten Zentralbanken hier ihren Leitzins drastisch nach unten gedrückt, allerdings halt im gleichen Zusammenhang, wie der Markt hier gecrashed ist. Durch die Leitzinssenkung sehen wir dann natürlich wieder mehr billiges Geld und dann wieder steigende Kurse. Also, wie können wir das Ganze in einem Fazit zusammenfassen? Es ist wahrscheinlich erstmal damit zu rechnen, dass der Markt oder das gesamte Marktumfeld zumindest während der Zinsanhebung weiterhin anstrengend bleibt und vor allem schwer vorauszusehen. Wenn die Zinsen dann gehalten werden, was sich auch die Inflation beruhigt, dann können die Kurse vielleicht nochmal ansteigen, solange bis wir die nächste außerordentliche Situation auf der Welt sehen und die Zinsen wieder gesenkt werden müssen. Das können natürlich viele Szenarien sein, gerade nächstes Jahr, gerade in den kommenden Monaten ist das Risiko zumindest meiner Meinung nach für eine weitere Immobilienkrise sehr hoch, doch wir werden eben sehen, wie sich die Kurse und die Entscheidung der EZB bzw. Fed noch wandeln. Gerade die Fed wird natürlich hier in den nächsten Wochen besonders interessant sein. Trotzdem können wir natürlich ebenfalls uns auch die aktuellen Kurse anschauen, um zu identifizieren, wo wir aktuell stehen, welches Potenzial und welches Risiko vielleicht noch besteht. Bitcoin hat sich zum Beispiel gestern recht schnell wieder auf Kursniveaus von bis zu 19.400 US-Dollar
US-Dollar zurückgekämpft, nachdem er am Vortag auf 18.558 Dollar zurückgefallen ist. Also hier wirklich eine ziemlich starke Volatilität, nachdem der Bitcoin schnell nach unten gerissen wurde. Dennoch, auch wenn die Erholung momentan da ist, ist vor allem auch die Skepsis da. So sagte beispielsweise Alexandra Loris, der Director für Blockchain und Marktforschung bei Quantum Economics, gegenüber CoinDesk: Im Allgemeinen ist dieses Makroumfeld allen Risikoanlagen feindlich gesinnt, einschließlich Bitcoin. Das Ganze ist getrieben von den Zinserhöhungen der Federal Reserve und der europäischen sowie der US-amerikanischen ESG-Energiepolitik, also Umwelt, Soziales, Unternehmensführung. Das sind beispielsweise die Pakete der Inflation Reduction Act aus den Vereinigten Staaten. Das Ganze führt er dann noch mit in den Zusammenhang des Wachstums nach Corona und dem Russland-Ukraine-Krieg. Somit bestätigt er, dass das aktuelle Marktumfeld extrem feindlich für viele Investoren ist. Was wir momentan definitiv festhalten können, ist, dass Bargeld definitiv der King ist. Die Leute wollen ins Bargeld, nicht unbedingt in den Euro, denn der hat natürlich in der Dominanz gegenüber dem US-Dollar stark nachgelassen, doch gerade der US-Dollar ist momentan mehr als nur beliebt. Dabei sind nicht nur die institutionellen Investoren, die sich aktuell aus den Märkten zurückhalten, sondern auch Privatinvestoren, und wie könnte man es ihnen verübeln? Zum aktuellen Zeitpunkt bekommen sie auf ihre Einlagen im Sparkonto beispielsweise 2% Zinsen. Zu Beginn des Jahres lag der Zins noch bei 0,5%, und in einem so toxischen Marktumfeld, da nimmt man natürlich lieber die 2% mit, als möglicherweise sein Geld in den Anlagen noch zu verlieren. Unterdessen hat eine Analyse von Goldman Sachs beispielsweise ergeben, dass Investmentfonds mit einem verwalteten Eigenkapital von 2,7 Billionen US-Dollar ihre Bargeldbestände im ersten Halbjahr des aktuellen Jahres um 208 Milliarden US-Dollar aufgestockt haben. Wir sehen also, dass nicht nur die Privatinvestoren, sondern auch viele Institutionelle aktuell sehr, sehr vorsichtig sind in diesem immer noch sehr stürmischen Marktumfeld. Das sorgt natürlich dafür, dass die Dominanz des US-Dollars weiter steigt. So erreichte sie am 6. September erst vor wenigen Tagen mit 110,55 Punkten den höchsten Stand seit 2002. Bargeld hat sich somit im aktuellen Jahr deutlich besser durchgesetzt als Anlageprodukte wie Aktien, Bitcoin, Krypto sowie allerdings auch Kupfer, Holz und andere Vermögenswerte. Es ist daher auch kein Wunder, dass das Vertrauen in den US-Dollar aktuell deutlich höher ist als in Bezug auf Vermögenswerte, die in den letzten Monaten im Wert eben nur abgestraft wurden. Dennoch wissen natürlich eigentlich alle, dass sich die Märkte auch wieder wandeln werden. Früher oder später ist es soweit. Das Wichtige ist es, jetzt im Bärenmarkt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Eines der größten multinationalen Finanzunternehmen aus den Vereinigten Staaten hat es jetzt auch gewagt, tatsächlich einen weiteren Schritt zu gehen, und das im Bereich von Bitcoin. So wird Fidelity im November Bitcoin Trading für Privatkunden anbieten. Fidelity ist einer der größten Unternehmen in der Finanzbranche mit einem verwalteten Vermögen von rund 4,3 Billionen US-Dollar, also 4,3 Tausend Milliarden US-Dollar. Eine unfassbar hohe Zahl. Dieser Post wurde von Bitcoin Archive zum gleichen Zeitpunkt, wie ich dieses Video hier angefangen habe aufzunehmen, gestartet. Aufgrund dessen habe ich jetzt noch keine detaillierte Information dazu, werde sie allerdings euch in den nächsten Tagen zukommen lassen. Durch die extrem hohe Marktvolatilität ist es natürlich auch für viele Trader am Markt momentan interessant, hier daran zu partizipieren. So sehen wir zum aktuellen Zeitpunkt beispielsweise, dass die Derivaten-Exchanges einen massiven Zufluss sehen. Hierbei sehen wir beispielsweise einmal die Reserven an den Derivaten-Exchanges, aber auch die Leverage Ratio. Also wir sehen, dass der Hebel im Markt weiterhin steigt, und das mit einer ziemlich starken Dynamik. In welche Richtung steigt dieser Hebel? Hauptsächlich auf Short-Positionen, zumindest eben in den letzten Tagen. Die Anleger setzen vermehrt auf negative Kurse, auf einen Zusammenbruch des Bitcoins. Das hat natürlich jetzt zwei Seiten, zwei Kehrtseiten, die man an dieser Stelle betrachten muss. Auf der einen Seite ist es meistens so, dass wenn der Markt zu bärisch ist, dass wir dann eben bullische Entwicklung sehen, und auf der anderen Seite genau andersrum. Ihr seht es hier in der Grafik eigentlich perfekt. Hier links, wo die ganzen grünen Kerzen sind, haben diese geendet, als der Markt nach unten gedriftet ist. Jetzt sehen wir, dass wir viele rote Kerzen haben, was dann irgendwann auch wieder in den anderen Bereich lenken wird. Hierzu werden vor allem wahrscheinlich auch die nächsten 2-3 Wochen interessant, wenn die US-Notenbank hier ihre nächste Zinsentscheidung bekannt gibt. Was wir ebenfalls zudem nicht vergessen sollten, ist, dass diese Exchanges, also die Derivat-Exchanges, nicht nur von herkömmlichen Investoren besucht werden, sondern vor allem auch von Wahlen. Dieser Chart visualisiert den durchschnittlichen Betrag der Bitcoin-Transfers von allen Exchanges zu Derivat-Exchanges, also von allen Tauschhandelsplattformen zu Derivathandelsplattformen. Wir sehen, dass die Wale hier in dieser Akkumulationszone viele Bitcoins übertragen. Vom CryptoQuant-Analysten wird das Ganze so beschrieben, dass in dieser These davon ausgegangen wird, dass Wale an Derivatbörsen einzahlen, um Futures bzw. Long-Positionen zu eröffnen, die in der Lage sind, ihre Position zu schützen, um den lokalen Boden zu bilden. Das haben wir in der Vergangenheit schon öfter mal gesehen.
Ich würde mich allerdings jetzt nicht unbedingt darauf verlassen. Also natürlich, momentan akkumulieren sehr viele große Wale. Das dürfen wir auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Auch wie ich euch eben gezeigt habe, ist vor allem das Marktsentiment überwiegend bärisch, vor allem in dem Bitcoin. Aber, und dazu kommen wir jetzt, vor allem auch bei Ethereum, was ich super interessant finde. Ethereum hat sich in den letzten Wochen deutlich stärker in der Dominanz gezeigt als der Bitcoin, was wir ebenfalls uns natürlich immer mal wieder angeschaut haben. Tatsächlich dürfen wir allerdings nicht vergessen, dass die Wetten auf einen fallenden ETH-Kurs aktuell auf einem extrem hohen Niveau sind, wie beispielsweise hier auf Twitter geteilt wurde. Ihr seht hier, dass wir auch nicht nur einzelne Exchanges haben, sondern auf den verschiedensten Handelsplattformen überall quasi sehr, sehr bärisch getradet wird. Die Funding Rate ist massiv im Negativen. Es wird also überwiegend auf fallende Kurse gesetzt. Ein etwas anderes Bild signalisiert uns dann diese Grafik von Glassnode beispielsweise, die Ethereum Options und das allgemeine offene Interesse. Es liegt momentan insgesamt bei fast 8 Milliarden US-Dollar. Dabei sehen wir auf jeden Fall die Call-Option mit einer starken Dominanz von knapp 2,6 Milliarden US-Dollar gegenüber den Puts mit knapp 1,5 Milliarden US-Dollar. Dementsprechend ist das Put-to-Call-Verhältnis aktuell bei 0,25, was auf jeden Fall eine starke Tendenz der Trader bzw. Investoren zeigt. Dabei habe ich euch natürlich in den letzten Tagen auch immer wieder verraten, warum wir hier so großen Optionshandel im Ethereum sehen, vor allem eben auch für die Kursabsicherung. Der Grund für die starke Dominanz bei Ethereum und vor allem eben auch das große offene Interesse liegt natürlich vor allem an dem Ethereum 2.0 Update bzw. an dem Merge, welchen wir in wenigen Wochen sehen werden. Aufgrund dessen wurde erst vor wenigen Tagen das Bellatrix Update mit eingespielt. Allerdings gibt es hierzu einige Probleme, die dann gleichzeitig mit aufgetreten sind. So wurden beispielsweise Bedenken geäußert, da in den letzten 600 Slots fast jeder zehnte Block verpasst wurde. Das Bellatrix Update wurde vor allem auch implementiert, damit sich die einzelnen Exchanges besser auf das Update vorbereiten können und die Validatoren müssen diese natürlich bestätigen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist festzuhalten, dass 5% der Validatoren während des Hardforks ausgefallen sind, was laut Martin Köppelmann die fehlenden letzten Blöcke ausmacht. Aufgrund dieser eigentlich relativ banalen kleinen Probleme sind allerdings jetzt einige sehr unsicher in Bezug auf den Umstieg. Auch Köppelmann äußerte sich weiterhin zu dieser Situation und sagte, dass 9% deutlich höher sei als die eigentlich üblichen 0,5% in Hinblick auf verpasste Blöcke. Das Problem könnte mit Clients zusammenhängen, die das Update noch nicht gemacht haben. Hierbei handelt es sich um knapp 25,6%, die zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bereit für The Merge sind. Adam Kochan, Partner von Cinnamon Hein Ventures, es tut mir leid, dass ich das falsch ausspreche, sagte, er hoffe, dass diese große Spitze an verpassten Blöcken bis zum eigentlichen Merge behoben werden. Ebenfalls fügte er hinzu, wir wollen wirklich keine unerwarteten Probleme in dieser späten Phase sehen. Doch wie eben schon angesprochen, sind nicht alle besorgt, so sagte beispielsweise Anthony Sassno, Gründer von Daily Guai, dass es ein erstaunliches Ergebnis sei, dass nur rund 5% der Validierer ausgefallen sind. Es gibt eigentlich nicht viel, was katastrophal schiefgehen könnte. Ich würde sagen, das Worst-Case-Szenario wäre, wenn die Chain einfach zum Stillstand käme, weil die Umstellung von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake überhaupt nicht funktioniert hat. Das würde eine Art koordinierten menschlichen Eingriff erfordern, um das Problem zu beheben. Ebenfalls fügte er dem noch hinzu, wenn wir jedoch feststellen, dass Validatoren aufgrund von Konfigurationsproblemen oder fehlenden Blöcken bzw. Slots oder schwerwiegenden Fehlern bei einigen Clients ausfallen, ist das kein Grund zur Sorge, da das relativ leicht zu beheben ist. Es scheint also so, als ob es zwar ärgerlich ist, dass beim Bellatrix Update die Fehlerquote höher war als zu Beginn erst erwartet, aber es sind wohl keine entscheidenden Fehler aufgetreten und somit sollte man sich wohl möglicherweise mehr auf das Update freuen, als Angst davor zu haben. Im Allgemeinen nahm sich beispielsweise auch das Kryptoanalyseunternehmen Chainalysis nochmal die Zeit, den aktuellen Merge etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, vor allem auch in Bezug auf zukünftige Kurse bzw. die allgemeine Entwicklung von Ethereum. So gehen sie davon aus, dass wir nach dem Merge eine Abkopplung sehen könnten, sodass sich der ETH-Kurs deutlich besser bewegt als beispielsweise der Rest des Kryptomarktes. In dem Mittwochbericht gestern Abend erklärte das Unternehmen, dass das bevorstehende Ethereum-Update institutionelle Anleger dazu bringen würde, Renditen zu erzielen, die denen bestimmter Instrumente wie Anleihen und Rohstoffe ähneln und gleichzeitig viel umweltfreundlicher würde. Sie heben hier also vor allem die positiven Dinge des Updates hervor und sagten zudem, dass sie davon ausgehen, dass das ETH-Staking voraussichtlich eine jährliche Rendite von 10 bis 15% betragen wird. Ich bin wirklich sehr skeptisch, ob wir
so hohe Renditen sehen werden. Jedenfalls behaupteten sie noch, ich zitiere, dass Ethereum dadurch zu einer verlockenden Alternative zu Anleihen für institutionelle Anleger wird. Ebenfalls sprachen sie auch über Staatsanleihen, bei denen die Renditen dann nochmal deutlich geringer sind. Sollte Ethereum sich hier wirklich als große feste Kryptowährung fest platzieren und man hier natürlich feste Staking Rewards erhalten, dann ist es natürlich unfassbar positiv. Dann kann das natürlich hier laufende Erträge erzielen, das Interesse steigern. Dadurch steigt dann vielleicht auch der Kurs und das könnte dann vielleicht auch dazu beitragen, dass man effektiv 10-15% Reward erhält, wenn der Kurs natürlich im Durchschnitt ebenfalls mit weiter ansteigt. Wo wir gerade bei der Kursentwicklung sind, so sagt der Chainalysis noch, der Preis von Ether könnte sich nach dem Merge von anderen Kryptowährungen abkoppeln, da seine Staking-Belohnungen es einem Instrument wie eine Anleihe oder einem Rohstoff mit einer Carry-Prämie ähneln würden. Laut ihren eigenen Daten sind die Zahlen der institutionellen ETH-Staker, also diejenigen, die ETH-Stakes im Wert von 1 Million US-Dollar oder mehr haben, stetig gestiegen, so lagen sie Anfang des Jahres 2021 noch bei 200 und zum aktuellen Zeitpunkt bei rund 1.100. Wir sehen also eine starke Dynamik, was natürlich auch für die Dezentralität des Netzwerks sehr positiv ist und dann ebenfalls auch die Stabilität unterstützen könnte. Wenn also alles glückt, das institutionelle Interesse weiter gesteigert wird, dann sehen wir vielleicht, dass sich das Netzwerk weiter ausbreitet. Ich bin wirklich gespannt auf diese Entwicklung, denn natürlich erfordert es für ein Investmentunternehmen auch deutlich weniger Aufwand, Ethereum zu akkumulieren und sie als Stake bereitzustellen, als beispielsweise sich irgendwelche Rechenzentren hier in die Büroräume zu stellen. Ich bin wirklich gespannt, wie eine so weltweit große Kryptowährung, die mehrere hundert Milliarden US-Dollar wert ist, hier bei den Institutionellen ankommt, wenn sie eben umweltfreundlich ist. Vielleicht wird es der größte Flop oder der Kurs geht wirklich richtig durch die Decke. Das alles ist allerdings meiner Meinung nach auf die nächsten Jahre zu sehen und nicht zu erwarten, dass nach dem Merge auf einmal alle Institutionellen reinkommen und Ethereum auf 20.000 Dollar pumpt. Schreibt mir super gerne mal eure Meinung zum Ethereum Merge in die Kommentare. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass wir ein paar Wochen nach dem Merge erstmal fallende Kurse sehen, weil einige Leute vielleicht anderes erwartet haben oder es vielleicht zu Problemen kommt. Auf der anderen Seite würde ich allerdings behaupten, dass wir dann in den Folgemonaten tendenziell eher steigende Kurse sehen und sich, wer weiß, Ethereum vielleicht wirklich vom Rest des Kryptomarktes erstmal abkoppelt. Wie gesagt, schreibt mir dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten beende ich das heutige Video erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, vielleicht auch weitergeholfen und würde sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Vergesst nicht zu bewerten und zu kommentieren. Bis morgen. Ciao, ciao.